Narzissten regieren die Welt. Was wie eine erschreckende Vorstellung klingt, ist allzu häufig bittere Realität. Insbesondere in Führungspositionen finden sich verhältnismäßig sehr viele von ihnen wieder und dort fühlen sie sich außerordentlich wohl. Aber nicht nur in Führungspositionen. Immer häufiger ist zu lesen, dass eine ganze Generation Gefahr läuft, sich zu solchen zu entwickeln. Übertriebener Selbstdarstellung auf Online-Plattformen wie Instagram oder Facebook sei Dank. Höher, schneller, weiter oder eher schöner, reicher, schlauer? Bekommt der Narzisst nicht die Anerkennung, die ihm vermeintlich zusteht, greift er auf verschiedene Manipulationsstrategien zurück. Eine seiner Kerndisziplinen ist das Schweigen, was auch als Silent Treatment bezeichnet wird. In unserem heutigen Video wollen wir dir vorstellen, was das Schweigen bewirken soll und was es im Gegenüber auslösen soll, damit du angemessen darauf reagieren kannst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag und sei gespannt auf die Videos, die in Zukunft auf dich warten. Ein Ignorieren oder das Schweigen als Waffe kann verschiedene Zwecke erfüllen. Erstens Widerworte. Der Narzisst erwartet von allen Seiten Zustimmung. Fehlt diese oder wird ihm gar widersprochen, fühlt er sich massiv in seiner Person angegriffen und reagiert mit eisernem Schweigen. Es soll signalisieren, du hast nicht das Recht, mir zu widersprechen. Ich und nur ich habe Recht. Zweitens, Bedrängnis. Ein Narzisst drückt gerne anderen auf die Pelle. Versucht jemand im Gegenzug, ihn selbst in Bedrängnis zu bringen, zu nötigen oder Forderungen zu stellen, hat er dafür wenig Verständnis. Dies empfindet er als unangenehmen Druck und solchen möchte er durch Schweigen, entweder als Form der Bestrafung oder des Selbstschutzes, tunlichst aus dem Weg gehen. Drittens, Enttäuschung oder Beleidigung. Beleidigt werden möchte niemand gern. Ein Narzisst erst recht nicht, denn dies kratzt so stark an seinem Ego, dass er in eine Art Schockstarre verfällt. Auch Enttäuschungen jeder Art sind für ihn so unerträglich schmerzhaft, dass seine stumme Antwort auf dem Fuße folgt. Viertens, Argumente. Ein Narzisst hat immer recht schon aus Prinzip. Stellt sich nun heraus, dass das Gegenüber faktisch richtig liegt und der Narzisst keine Argumente auf seiner Seite hat, macht sich in ihm ein Gefühl der Verzweiflung und Wut breit, denn er weiß, dass er unterlegen ist. Die Folge ist ein passiv-aggressives Verhalten. Ein Ignorieren desjenigen, der die besseren Argumente auf seiner Seite hat. Fünftens, Verantwortung. Der Narzisst bestraft sein Gegenüber auch dann mit dem Mantel des eisernen Schweigens, wenn er plötzlich Verantwortung übernehmen soll oder muss. Er profitiert gerne von anderen, doch drückt er sich wie ein kleines Kind vor der Verantwortung, denn dies würde ihn als Schuldigen dastehen lassen, wenn er die falsche Entscheidung trifft. Sechstens, Macht. So simpel es klingt, ihm geht es dabei insbesondere um das Ausüben von Macht. Zur Unterdrückung anderer. Eine Machtdemonstration kann auch mittels Schweigen zum Ausdruck gebracht werden, denn das Gegenüber blickt hilflos in die Augen des Narzissten, der somit auf emotionale Art und Weise sein Opfer traktiert und dies zumindest innerlich sehr genießt. Die Methode Schweigens wird im Fachjargon auch als Silent Treatment bezeichnet. Dies kann zusammengefasst als Missbilligung und generelle Ablehnung des Gegenübers betrachtet werden. Dabei handelt es sich um ein kompensatorisches Verhalten des Narzissten, der über das Schweigen seine stark ausgeprägten Minderwertigkeitskomplexe zu verdecken versucht. Er versucht, seine große Verletzlichkeit durch Ignoranz zu schützen, denn jede Form von Kritik bereitet ihm seelischen und körperlichen Schmerz. Genau diesen Schmerz muss sein Opfer nun erdulden, indem er ohnmächtig und völlig unwissend alleingelassen wird mit dieser primitiven Form der emotionalen Erpressung. Das Perfide an der Masche des eisernen Schweigens ist, dass sich der Narzisst nicht aus der Reserve locken lässt. Er wird nicht doch plötzlich das Gespräch suchen oder sein Unrecht einsehen, sondern unbeirrt und mit einer großen Portion Selbstherrlichkeit ausgestattet seine Machtdemonstration fortsetzen. Solange, bis das Opfer selbst große Schuldgefühle plagen und es sich eventuell sogar völlig zu Unrecht bei dem Narzissten entschuldigt.
Dies würde ihm wiederum die erhoffte Bestätigung geben und ihn letztlich wieder aufwerten. Zumindest für den Moment, denn der nächste Angriff wird folgen. Es geht also immer um eine Form der Bestrafung und Demütigung seines Opfers. Dass diese nur passiv-aggressiv erfolgen, zum Beispiel durch Ignoranz, macht es für das Opfer nicht minder schlimm. Im Grunde genommen hinterlässt eine emotionale Erpressung immer seelische Folgeschäden beim Opfer. Der Narzisst manipuliert und malträtiert wie kein zweiter. Doch spätestens, wenn ihm sein Opfer auf die Schliche kommt, seine Pläne durchschaut, kann man ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen, mit Ignoranz und vor allem mit guten Argumenten. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Wenn dich das Thema interessiert, schau wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen.